Hey mein Freund, willkommen zurück auf meinem Channel. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Leckerbissen für dich, nämlich drei sehr einfache, simple Sätze, die auch du benutzen kannst, egal in welchem Stadium du gerade bist. Anfänger, Fortgeschrittener, Flirt-Profi sozusagen. Und die dafür sorgen, dass die Frau dich will. Ja, dass sie anfängt, dich zu wollen, dass sie anfängt, dich zu jagen. Und versucht, dich in eine Beziehung zu bekommen, Sex mit dir zu haben. Und dann kannst du eben gucken, willst du sie fürs Bett haben oder willst du mit ihr mehr und kannst dir das eben selbst aussuchen. Diese Sätze, die ich dir gleich zeige, sind sehr effektiv und sehr, sehr stark. Ich bitte dich, die immer nur dann zu benutzen, wenn du das Gefühl hast, okay, das ist eine Frau, die gefällt mir wirklich, weil solche Sätze wirken eben stark auf die Frau. Sie wirken stark auf das weibliche Ego und es gibt auch viele Sachen, die stark aufs männliche Ego wirken. Das kennst du zum Beispiel, wenn die Frau sagt, wow, du bist einfach der Beste in diesem, wow, du bist der krasseste Typ, den ich hier kennengelernt habe, der Sex mit dir ist so gut. Das sind so klassische Sachen, mit denen Frauen so das männliche Ego streicheln. Oder wenn du Sex mit einer Frau hast und sie ist so richtig am Stöhnen, so wow, das war unglaublicher Sex, dann fühlst du dich einfach gut, du bist so, oh ja, na klar, oh, der King. Und genau so kannst du eben auch das weibliche Ego streicheln, also der Frau einfach etwas Gutes tun. Und dadurch wird sie anfangen, wirklich dich zu wollen. Sie wird merken, oh okay, von dem bekomme ich Bestätigung, es fühlt sich gut an, mit dem zusammen zu sein. Es fühlt sich gut an, was er mir gibt, nämlich diese positiven Emotionen mit diesen Sätzen, die ich dir jetzt verraten werde. Der erste Satz, den du benutzen kannst, und wie gesagt, benutze ihn dann, wenn du ihn meinst, sonst kommt es komisch rüber und die Frau merkt, wenn du es nicht meinst. Das sowieso, die Frau merkt immer, wenn du es nicht ernst meinst. Der erste Satz, den du immer sagen kannst oder den du ab und zu mal sagen kannst, nicht immer natürlich, ist, du machst mich wahnsinnig. Und das ist auch egal, in welcher Situation du das benutzt, aber angenommen, sie guckt dich irgendwie an, so ein bisschen spielerisch, so ein bisschen verliebt oder sie fällt dir um den Hals und küsst dich und dann sagst du einfach, du machst mich wahnsinnig, sowas machst du mit mir, also du machst mich wahnsinnig einfach. Das ist ein super starkes Kompliment, weil es so ein bisschen der Frau das Gefühl gibt, okay, ich schaffe hier etwas bei diesem Mann, was er aber keiner anderen Frau fühlt. Bei Männern ist es meistens so, das männliche Ego funktioniert immer so, dass die Frau sagt, hey, du bist besser als der und der, du bist der Beste da und da drin, du bist der Stärkste, der Größte, der Beste im Bett. Das sind so Sachen, die triggern das männliche Ego an und das weibliche Ego, das funktioniert eben so, dass man sagt, hey, du bist die Einzige, du bist die Frau, die das mit mir macht, was keine andere Frau mit mir machen kann. Du bist die einzige Frau in meinem Leben. Das sind so Sachen, die sind einfach für das weibliche Ego eine ganz, ganz starke Sache. Und all diese Sachen, all diese Tipps, die ich jetzt mitgebe, zielen genau darauf ab, ob das weibliche Ego. Deswegen der erste Satz, du machst mich wahnsinnig. Der zweite Satz ist noch effektiver und zielt eben wieder genau auf das weibliche Ego ab. Wir schießen da genau in die Mitte, nämlich so eine Frau wie dich habe ich vorher noch nie getroffen. Und du kennst das vielleicht genau wie ich. Es gibt einfach solche Frauen, bei denen denke ich mir das wirklich. Das sind die Frauen, von denen ich wirklich begeistert bin. Es ist so, okay, so eine Art Frau mit so einer Ausstrahlung wie bei dir, das habe ich vorher noch nie getroffen. Und es ist eben wieder das Gleiche. Es indiziert eben, also es stellt dar, hey, du bist eine sehr, sehr einzigartige Frau. Du hast etwas für mich, das keine andere Frau mir jemals gezeigt hat oder gegeben hat. Und weil es natürlich ein Kompliment ist, sagst du damit auch, hey, es ist eine wertvolle Sache, ja, die du da hast, diese einzigartige Sache. Und das wirkt wie Dynamit auf Frauen. Das wirkt super stark. Genauso wie eben dieses Ego-Streicheln auf uns sehr, sehr stark wirkt, wirkt das auf Frauen unglaublich stark. Deswegen, wie gesagt, pass auf, wann du das benutzt. Benutze es bei Frauen, bei denen du es wirklich so meinst. Und am besten benutze es auch bei Frauen, wo du denkst, hey, mit dieser Frau möchte ich vielleicht in einer Beziehung leben, möchte ich in einer Beziehung sein. Und wenn du ihr ab und zu solche Sachen gibst und solche Sachen sagst, dann wird sie sich einfach super wohl in deiner Umgebung fühlen. Sie wird dir dein männliches Ego streicheln und ihr werdet sehr, sehr gut zusammen harmonieren. Du gibst ihr so dieses Weibliche, dass sie sich weiblich fühlen kann, so wow, ich bin so die einzige Frau. Und sie gibt dir so dieses Männliche, so wow, du bist der beste Ficker im Bett. Und dann könnt ihr euch einfach beide wohlfühlen in eurem Ego und könnt glücklich zusammen sein. Der dritte Satz ist weniger ein Satz, aber noch mal genialer. Nämlich, beschreib so die Gefühle, die du hast, wenn du sie siehst, wenn du mit ihr unterwegs bist, wenn du an sie denkst. Und das fällt vielen Männern schwer. Und ich verstehe das. Mir ist es auch nicht immer einfach gefallen, meine Gefühle auszudrücken, in Gegenwart von Frauen, meine Gefühle, wie ich für die Frauen empfinde. Aber das ist besser geworden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du der Frau ausdrückst, was du empfindest, wenn du mit ihr zusammen bist, so, ach, keine Ahnung, die Zeit mit dir ist einfach einzigartig. Ich fühle mich einfach so wohl in deiner Umgebung. Du bist so sexy. Ich habe mich bei noch keiner Frau so wohl gefühlt wie bei dir.
Ich vergesse einfach all die, ich vergesse einfach den kompletten Alltag, die Arbeit, wenn ich mit dir zusammen bin. Das ist einfach die schönste Zeit, die ich so am Tag immer erleben kann, wenn ich mit dir zusammen bin. Da bin ich super dankbar für. Wenn du solche Dinge sagst, dann schmilzt die Frau in deinen Händen wie Eis im Sommer. Das ist so stark, das ist so effektiv. Frauen reagieren auf sowas enorm stark. Und du musst das so, sieh das so ein bisschen wie Gewürze. Ja? Du hast da diese Suppe und die köchelt und ab und zu machst du mal so ein bisschen Salt Basil. Machst du mal so ein bisschen diese Gewürze. Ja? Du würzt ein bisschen Pfeffer, du würzt ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Salz. Nicht zu viel, weil wenn du zu viel Salz reinmachst, dann versalzt du die Suppe. Aber wenn du gar kein Salz reinmachst, dann ist da kein Geschmack dran. Deswegen mach das ab und an mal und die Frau wird einfach dir verfallen sein. Die Frau wird dich lieben. Die Frau wird dir eben dein männliches Ego streicheln, wird beim Sex abgehen, wird sich um dich kümmern, wird sich um dich sorgen. Und dann machen eben die Frauen auch solche Dinge wie, ich erinnere mich daran, das war mit meiner Ex-Freundin so, ich finde es bis heute noch super süß. Da war ich in meiner Heimat, also meine Heimat ist ungefähr 400 Kilometer von Berlin entfernt, war bei meinen Eltern und dann hatte sie mich da überrascht. Sie hat sich einfach ein Zugticket gekauft, oder ein Busticket war das. Und dann hatte mein Stiefvater sie abgeholt und dann saß ich im Garten, habe ein bisschen gearbeitet, glaube ich. Und dann kam sie einfach, also mein Stiefvater hat sie abgeholt und dann war sie einfach da. Und das hat mich mega berührt. Ich habe auch so ein bisschen angefangen zu weinen, das fand sie auch. Das hat ihr wieder so gezeigt, so wow, okay, das war eine großartige Sache. Und die Frauen fangen halt an, solche Sachen zu machen. Die kümmern sich dann um dich, die kochen auch für dich und solche Sachen. Nicht, dass du es nicht selbst könntest, aber es ist einfach eine schöne Geste. Und das passiert eben alles, wenn du der Frau diese Sachen gibst. All die Informationen, die sagen, hey, du bist eine einzigartige Frau für mich. Du bist eine Frau, die Sachen in mir auslöst, die noch nie eine andere Frau in mir ausgelöst hat. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, sicherlich haben andere Frauen schon mal ähnliche Emotionen ausgelöst. Klar. Das ist ja bei der Frau auch nicht anders. Die Frau hatte auch schon mal guten Sex. Ja. Aber in diesem Moment, wo wirklich diese starken Emotionen ausgelöst werden von der Frau bei dir, da ist es ja auch wirklich wahr. In diesem Moment hast du das Gefühl, wow, das ist so eine Emotion, die hatte ich noch nie vorher. Deswegen drück das aus, sag ihr das. Und viele Männer haben Angst davor, ich weiß, das ist aus meinen Coachings, viele Männer haben Angst davor, Frauen sowas zu sagen, weil sie denken, hey, ich wirke dann bedürftig oder so. Aber keine Sorge, du wirkst nicht bedürftig. Wie gesagt, es wirkt super stark, super anziehend auf die Frauen. Sag solche Sätze zu der Frau. Natürlich nicht gleich beim Kennenlernen oder gleich am Anfang. Aber wenn ihr euch öfter getroffen habt, wenn das so auf eine Beziehung rausläuft und vor allem in einer Beziehung, sagt diese Dinge einfach. Die Frau freut sich drüber, die Frau wird schmelzen und das ist ja das, was du auch willst. Eine kleine Ankündigung, die Videos werden jetzt immer sehr regelmäßig kommen, oder was heißt sehr regelmäßig? Regelmäßig, nämlich donnerstags und samstags werden immer ein Video kommen. Das heißt, schau mal Donnerstag so 19:30, Samstag 19:30 vorbei, da kommen immer die Videos. Du kannst auch meinen Channel abonnieren und wenn du viele Dates in der Woche haben willst, nämlich so viele Dates, dass du gar keine Zeit mehr hast, irgendwas anderes zu machen, nämlich bis zu 10 Dates die Woche, klickst du da oben auf das Bild und lädst dir mein gratis E-Book in 5 Schritten bis zu 10 Dates die Woche runter und da zeige ich dir eben sehr kompakt, sehr schnell, ich habe die wichtigsten Informationen reingetan, die ich über meine Jahre gelernt habe, auch mit meinen Teilnehmern und da lernst du einfach super schnell, wie auch du es schaffst, in 5 einfachen Schritten, die du nachmachen kannst, bis zu 10 Dates die Woche zu haben. Und dann kannst du eben diese Sachen anwenden, die ich dir gerade beigebracht habe. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Schön, dass du dabei warst. Bis dahin, ciao.